So, wir nehmen das Lachen von Kai mit. Einen wunderschönen guten Tag. Da sind wir wieder bei Grounded. Diesmal wieder mit Schabernack und dem No-Budget-Nerd. Und Schabernack hat diesmal sogar Schabernack über seinem Charakter stehen. Das ist total toll. Und geil, ne? Ja, wir legen einfach los. In 3, 2, 1, ab geht's. So, da sind wir auch schon und ja, wir begrüßen auch erstmal unsere beiden Mitspieler da drüben. Moin Kai, moin Michi. Hallo. Hallo. Grüße. Wir haben heute was vor. Zum einen haben wir vor, die Folgen ein bisschen kürzer zu machen, weil uns aufgefallen ist, eine Stunde lang Grounded gucken ist ganz schön anstrengend. Und wir werden uns dann diesmal auf eine halbe Stunde beschränken und wir wollen umziehen. Wir haben ja in der letzten Folge schon den Standort so ein bisschen ausgemacht und werden uns heute mal auf den Weg dahin machen. Mein Vorschlag wäre tatsächlich, dass wir vielleicht schon mal ein paar von den Stängeln mitnehmen. Die findet man da hinten nämlich, glaube ich, schlecht. Wollen wir das machen? Ja, können wir tun. Können wir tun, okay. Mein Inventar ist ficke voll ein, allerdings. Witzigerweise meins auch, aber ich kann ein bisschen was ablegen. Ja, könnt ihr gleich ins neue Ordnungssystem. Ich habe, während ihr nicht da wart, tatsächlich mal ein bisschen aufgeräumt. Und wir haben jetzt ein bisschen Ordnung hier in der Butze. So dass das hier alles ein bisschen besser gehen sollte. Ist euch mal aufgefallen, dass man das Spoilt oder das Fleisch oder Spoilt oder normales Fleisch nicht stapeln kann? Das ist ja, das ist ganz schön scheiße. Das ist tatsächlich ein bisschen Mist, aber meine Güte, das ist nun mal so. So, und wenn ihr soweit seid, dann können wir von mir aus auch schon lospreschen. Denn ich habe euch ja gesagt, ich habe eine Überraschung. Oh je. Oh je. Ja, gar nichts Schlimmes. Ich mache einfach mal die Tür auf und lauf mal los. Genau, wenn wir Stängel unterwegs finden, würde ich sagen, sacken wir die gleich ein. Nach Möglichkeit so, dass wir gleich voll sind. Was liegt hier denn rum? Eine Eichenschaufel, Eichelschaufel, die nehme ich mit. Das habe ich gerade. Ey, das war meine. Ja, war. Hast du die geworfen? Die habe ich versehentlich geworfen, ja. Ja, was schmeißt du auch mit Schaufeln um dich? Jetzt habe ich eine Schaufel. So einfach ist das. So, wisst ihr noch, wo wir lang müssen? Nö. Ne, ich bleibe jetzt mal wieder arrogant, wie ich bin. Immer. Und werde euch das dann nachher den Rest der Folge komplett unter die Nase reiben. Das wird super. Keine Chance. Ich bin nämlich schon beim Oak Tree. Trottel. Oh, was ist das denn? Ich habe eine Schaufelspitze gefunden. Oder einen Spaten oder so. Oh, und ich werde von weiteren Milben angegriffen. Und ich höre schon wieder Spinnen. Ja, Spinnen sind uncool. Immer. Habt ihr so ein paar von diesen Stängeldingern gefunden unterwegs? Wo bist du jetzt? Naja. Oh, Milbe. Verlassen wir Ameisenhügel. Das ist gut. Ja, oh, Stinkekäfer. Und ich habe keine Stamina mehr. Ja, der will mir was. Das will ich aber nicht. Der will mir was. Uah, der kommt mir daher. Das ist mir... Da ist mir unwohl. Aber ich kann nebenbei noch jagen. Ich habe eine Laus. Endlich! So, ich habe einen Rasensprenger gefunden, das ist ja auch schön. So, ich bin hier beim Holz, wo wir eigentlich oben drauf bauen. Oh, Spinne! Wollten. Okay, ich muss andersrum gehen. Ich glaube, wir sollten. Hier kommst du zu mir? Dann können wir hier oben auf dem Holz drauf bauen, das wäre ganz cool. Ja, das sollten wir tatsächlich machen. Das war in dem Video, das wir uns angeguckt haben, tatsächlich sehr cool. Ich bin gerade da, wo mit Ragnar uns überraschen wollte. Und das sieht tatsächlich echt nicht verkehrt aus, was ich gemacht habe. Nach einer guten Überraschung aus. Ich laufe hier gerade zwischen. Ja. Ich laufe gerade zwischen zwei Spinnen durch und bring die vielleicht mit. Nein. Da hat aber einer was Schönes gebaut. Ist eine schöne Überraschung, ja. Oder? Ja, das ist sehr schön. Ne, Props an Ragnar, also dafür hat er mindestens nochmal 10 Abonnenten verdient oder so, das ist schon. Ja, komm, hör doch mit der alten Leier auf, mich will doch eh keiner mehr sehen. Ne? Und tada, ich habe vorbereitet. Wir haben ein bisschen was zum Bauen da, nicht viel tatsächlich, wir werden noch viel mehr von diesen Unkrautstängeln brauchen. Aber ja. Was ist denn jetzt hier mit den Spinnen? Ich dachte, du bringst Spinnen mit oder was? Ja, die haben mich dann doch nicht mehr weiter verfolgt. Aber die werden wir wahrscheinlich legen müssen, wenn wir da auf diesen Holzdingern drauf bauen wollen. Was tatsächlich ist, da ist... Eine Fliege, eine Gnät. Gnät. Gnät sagt. Gnät. Die kannst du ja vielleicht gleich mal grillen da hinten. So, ja, aber wenn wir von der Dose aus da hochbauen,
Müssten wir noch nicht mal an den Spinnen vorbei. Stimmt. Zur Hölle. Ja, da war eine Fliege hinter dir. Wisst ihr, was ich gerade machen würde? Also ich habe gerade erstmal meinen Spawn-Punkt hier gesetzt. Ja, das ist eine gute Idee. Das ist auf jeden Fall immer. Obwohl, nee, das ist eine dumme Idee, weil das ist viel cooler, wenn wir da hinten wiederbelebt werden, dann müssen wir nämlich, um die ganzen anderen Sachen zu holen, wenn wir mal sterben, können wir immer gleich einen Rucksack voll machen und mit hierher bringen nach und nach. Wir sterben aber nicht. Achso, ja klar. Das ist ja bekannt, dass wir nicht sterben. Ja geil, dann können wir hier echt so ein Fundament drüber bauen. Ich guck mal gerade. Wenn wir hier. Das hier wäre vielleicht erstmal sinnvoll. Was denn? Eins Treppe, ja. Aber erstmal wollen wir hier Fundament hoch. Ey. Ey. Ey, das ist jetzt, dumm. Das mach mal weg. Ja, ich mach weg. Mach mal weg. Aber man kann auch denn da eine Platte überlegen, oder nicht? Ja. Machen so. So. Und dann. Ja, wir können uns hier ja quasi so ein kleines Fort bauen, wa? Und dann hier rechts runter oder links runter die Treppe? Halte ich für keine gute Idee. Ne, und quasi hier ran. Chup. Du musst nur einen festen Zugang haben, das wäre verkehrt. Du hast hier einen Gärtchen. Was ist jetzt passiert? Ja. Gott. So. Die Frames sind doch gerade mega abgestürzt. Ja. Ja, deswegen habe ich wahrscheinlich so dreimal gebaut. Weil das irgendwie gerade nicht so richtig funktioniert. So, warum kann ich da jetzt nicht sauber eine Treppe ranbauen? Check ich nicht. Check ich nicht. Ach, die haben ja ein bisschen was geändert. Du musst ja jetzt alles hier mit Fundamenten und so machen. Wir müssen hier jetzt quasi erst ein Fundament drunter klatschen. Wieso fängst du denn in der Luft an? Ich weiß auch gar nicht, warum du nicht hier einfach hochbaust. Wo? Hier an der Seite? Von hier, einfach. Ja, wir können. Ist doch quasi der perfekte Eingang. Ja, gut, okay. Ja, habt ihr recht. Ich hab nichts gesagt. Er macht sich das auch immer so. Ja, ich bin halt so ein Style-Typ, weißt du? Ja, okay. Also gerade nicht mit Style zu tun, ist einfach nur dumm. Ach, das quatscht mir doch nicht. Das sah auch kacke aus. Quatsch mir doch keine Kassette an, Bagge. So. Ja, das könnte was werden. Ne? Das ist ja erstmal ganz schick. Wollen wir damit mal anfangen? Dann geh ich mal Gras holen. Hol mal Gras. Und Michi und ich, wir machen uns am besten auf die Suche nach Unkrautstängeln, oder? So, ich glaube, ich habe einen. Ja. Ne? Das ist ja. Die Welt soll sehen, wie geil wir sind. Da krieg ich Zahnschmerzen gerade. Ja, ne? Ich hab mich gerade frisch erschrocken, aber weil neben mir die Grasbüschel geraschelt haben. Es war bloß ein Ladybug, Gott sei Dank. Ja, ich höre die hier fauchen und machen und tun. Das gefällt mir gar nicht. Hä? Wieso kann ich das jetzt nicht bauen? Wie sieht der Plan gerade aus? Weil die Blaupausen, die du hier gerade setzt, sind sowas von sinnbefreit. Sind sie nicht? Ja, das ist halt Müller. Das ist immer so. Wir machen hier einen Aufbau rauf. Ja, Aufbau ist gut. Aber dann sollen wir vielleicht eine Treppe hinmachen, dass wir auf den Aufbau draufkommen. Jedes Jahr, das ist Schritt 2. Wir bauen in der Luft. Und Schritt 2 ist, wir bauen uns einen Weg da hoch. So. Okay. Fuck. Aber nicht hier, sondern hier wäre, glaube ich, sinniger. Kannst du hier drehen? Oh, Jesus Christ. Was hast du denn schon wieder für Sorgen am Hut? Wanzen. Wanz, ach komm. Nein. Das Riesenproblem werden. Okay, komm her. Gut. Alles klar, komm her. Ich rede nicht von diesen kleinen Mögen. Nein, die richtigen Wanzen, die grauen. Ah, die großen. Ah, ja, die sind ein Problem. Ja. Und die ist recht. Ja, komm, dann müssen wir mit ein bisschen blocken. Die kriegen wir schon. Oh, da hinten sind Spinnen. Ja. Hä, liegen die auf dem Rücken? Sind die tot? Die sind tot. Hat wahrscheinlich die Wanze die Spinnen platt gemacht? Ja. Okay. Hälfte fast runter. Und betäubt. Sehr schön. So, die liegt doch gleich. So, das war's doch schon. Genau. Weil wir es drauf haben, ey. Baumwanzenbrocken. Ey, dann können wir ja die Luken. Oh, das Geile ist, die kleinen Milben, die verfangen sich, oder die anderen ja Insekten, die verfangen sich voll in den Spinnennetzen. Das ist echt geil. Oh nee, mein beknacktes Inventar ist voll. Das ist schlecht. Dann habt ihr noch die Spinnen? Oh, sind hier Eier?
Spinnenbrocken. Okay, was sind das? Ich sage beim Löwenzahnfällen. Hatten wir schon mal Spinnenbrocken? Oh, da kommt noch eine. Da kommt eine Spinne. Oh, ich höre sie überall krabbeln, ey. Das ist beängstigend, aber es ist nur so eine blöde Wanze. Nee, es ist eine Riesenspinne. Ja, auch, aber es ist vor allem auch eine Wanze. Kann ich die nicht aufheben? Wow! Alter, mich hat gerade eine Wanze angesprungen und ich habe dadurch alle Stängel fallen lassen. Wie scheiße ist das denn? Also nicht, weil ich irgendeine Taste gedrückt hätte, sondern einfach, weil die hat fallen lassen. Was ein Assi. Achso, oh, ist das hässlich. Wird doch mal ab. Nein, ich meine jetzt diese Objekte, die jetzt einfach in der Luft schweben. Das ja, so, da kommt doch noch was drunter. So, so falsch. So ja. Falsch. Oh nein, gefallen. Aber es geht doch erstmal darum, dass wir hier fertig werden, oder was? Hä? So. Geil, er kann mit kann 5 Stängel tragen und nebenbei auch noch essen. Ich meine, das muss er erstmal hinkriegen. Das ja. ist, wenn das nicht männlich ist, immer so. Ja. Das ist das männlichste Spiel ever. Mindestens. So. So, was woran mangelt es jetzt gerade? Stängel. Stängel. Ich hab immer oben liegen auf jeden Fall noch welche. Ja, die ja, ja. Ein Teil hole ich da. Verwurst ich gleich. Habe ich gerade geholt davon. Oh, was haben wir denn hier? Ah. Gesundheit. Danke. Jetzt aber gut. Wow, Riesenkäfer. Was, wo? Warum schreit? Das ist ein Stinkekäfer. Wow, was ist denn? Was greift mich? Jetzt eine kleine Wanze, ey. Ich glaub's nicht. Oh, der Riesenkäfer. Ja, denk dran, wird gleich duster. Ja, Ach, Mist, ich hab keine Fackel. Ich sterbe gerade. Und ey, Käfer, die verfolgt mich so ein bisschen. Was ist denn das für ein Käfer? Baumwanze. Oh, jetzt hat er rumgestunken. Jetzt verkloppt den. Sehr schön. Er ist benommen. Und die große Baumwanze ist tot. In your fucking face, ey. Wow, noch eine! Scheiße! Ach du Kacke, ey! Was soll denn das? Oh, Jesus. Eine Spinne. Ja, Spinne wäre... Ja, lauf nicht rein. Ah, aber sie backt. Blöde Kuh. Lauf da bitte nicht so nah dran, die ja weiter in ihren Jagdbereich. Zwei von diesen dicken Wanzen gekillt. Am Arsch, ey. Wichser. Also keine Stinkekäfer. Doch, der eine war Stinkekäfer. Der hat nämlich geschossen. Eine war Bombardier. Geil. Dumm hat's ja, Was ist denn? Boah, da. Nee, jetzt kommt der Bombardier. Der ist wichtig, rumstinkt. Also wenn du davon Items gesammelt hast. Ja. Yeah. Der gibt richtig geiles Zeug. Okay. Mit welchen soll ich den mal ein bisschen zur Hand nehmen? Ja, wer vielleicht was. Oh, warum hat er denn den Knüppel jetzt nicht ausgepackt? Scheiße, ey. Das wird interessant. Wir sollten vielleicht gleich mal schlafen gehen, davon abgesehen. Ja, vielleicht. Oh, es ist wieder nur eine Baumwanze. Erstmal helfe ich euch mal. Wie weit weg bist du denn? Aber die sind. Ja, ich bin ein Stück gelaufen, weil ich ja Dings brauchte. Okay, aber die Baumwanze scheint nachts ein bisschen dumm zu sein. Die hat gerade Health regeneriert. Was ist denn da? Schon wieder? Ja, ich sehe es. Warum? Kann ich nicht sagen. Sie ist aber tot. Meine Güte, das war aufregend. Ich habe hier mal voll in den Arm gepiekt. Ja. Meine Güte. So, ich habe 5. Hier ist aber noch ein zweiter irgendwo, warte mal. Hier ist Lehm, Diggi, hier ist Lehm. Bau das mal ab, du hast meine Schaufel. Da brauchen wir die Schaufel für. Ja. Kann es sein, dass man, wenn man andere Tools verwendet, andere Items von den Viechern kriegt? Zum Beispiel, wenn man nur einen Hammer verwendet, dann kriegt man, weiß nicht, Brocken. Und wenn man nur Pfeil und Bogen verwendet, kriegt man hauptsächlich das und das. Oh, guck mal, Lehmfundament, Lehmrampen. Boah, Alter. Ja, egal. Gut, dann sollten wir vielleicht mal schlafen gehen. Ja, ich bin auf dem Rückweg. Ich habe noch 4 Stängel unterwegs gefunden. Also die lagen einfach rum das auf dem Boden. Guter Mann, guter Mann, guter Mann.
Was doch. Und ich brauche dringend, also jetzt nicht trinken, wenn wir gleich schlafen gehen, weil sonst hast du ja bisher morgen wieder durstig. Ja. Ja, denn, weiter geht's. Ich guck nochmal nach meinem Gnattfleisch hier. Läusebraten, ja. Ist noch da. Oh, Schwein gehabt. So, ne? Alter Schwede. Will jemand den anhängen? Ja. Aber irgendwie sind alle Mineralien, Quatsch, alle Ressourcen hier weg, oder? Nö. Nee, die habe ich schon alle verbaut. Alle verbaut. Ja. Kannst du die Seile aufsammeln? Welche Seile? Michi, ich will hier, einmal das Manteln, ich will die da oben hinbauen. Ich hab gerade. Das ist eine gute Idee. Na, was ist denn jetzt eigentlich mit dem Pilzteil? Wollen wir das jetzt noch bauen oder nicht? Was, die Pilzfarm? Machen wir später. Die Pilzfarm muss ja erstmal Platz haben. Oh. Spinne bei uns an der Treppe. Okay. Wo denn? Machen sie weg oder was? Joa, die machen wir tot. Oh, ich verarzte mich vorher einfach. Ich glaube, scheiße, ich glaube, wir haben mitten in ihr Gebiet gebaut. Ja, aber die kommen nicht. Nee! Ha, die kommt da nicht weg. Dumme Sau. Bug! Nehme ich schon wieder auf? Ja, ich nehme schon wieder auf. Gut. Stunt. That's it, bitch. Nix lootbar, okay. Hast du eigentlich die Zeit im Auge, Müller? Überhaupt nicht. Wie ich das so mache, ne? Ja. So, dann wollen wir mal Gras holen, wa? Was ein bisschen fehlt, wäre so ein Sledge wie bei Seven Days tatsächlich. Du meinst bei Forest? Forest, ja. Ich weiß gar nicht, was der Typ meckert, wenn man was ist. Das ist schlimmer als Dad's Rosenkohl. Ich liebe Rosenkohl. Rosenkohl ist der Shit, Alter. Ja, Mann, mit richtig Salz. Ihr seid irgendwie. Nee, Salz nicht. Salz echt nicht. Ja, für mich ist, ich liebe das. Übelst mit Salz. Ich hab Raucherlunge, neue Mutation. Ach nee, von irgendwer anders von euch. Raucherlunge, das ist deine Realität, Alter. Nee, das ist, glaube ich, Das auch. Raucherlunge, die haben wir beide schon. Grashopper? Wieso hab ich eigentlich noch keine. Ich habe auch Grashackpfer. Eine Karriere als Rasenmäher ist dir sicher. Nach so viel gefälltem Gras erkennst du die Schwachstelle jedes Grashalms. Okay. Ich habe diese Ameisenmutation aktiv. Mhm. Ich kann halt 7 Grasstängel tragen. Oh, echt geil. Ja. Das ist echt cool. Oh, ich habe hier einen Wasserbehälter gefunden. Oh, cool. Den stelle ich schon mal hin. Guck das. Wofür? Nein, keine Wand. Nicht jetzt schon. Okay. Nee. Viel größer, also bitte. Wenn dich Satisfactory bitte eins gelehrt haben sollte, ne? Groß ist zu klein. Okay. Hä, was machst du? Möchtest du in 2 Ebenen bauen? Ja, einfach was cooler aussieht. Oh, die Treppe war noch nicht fertig, ergo bin ich fast gestorben, als ich runtergefallen bin. Trottel. Ja, das sieht man von oben nicht. Nee, das ist richtig. Okay, fehlt ein Stängel. Okay. Möchtest du vielleicht in 2 Ebenen bauen? Eine obere, eine untere? Ja. Weil dann setze ich hier oben noch ein bisschen Gras-Foundations hin. Mhm. Grasböden. Was wird benötigt jetzt? Gras und Stängel? Überwiegend Stängel. Gras ist hier in der Nähe, das kann ich noch holen. Aber Stängel ist so eine Sache. Ja, guck ich mal, ne? Ich hoffe mal, dass ich unterwegs nicht auf irgendwelche Unangenehmigkeiten finde. Und wirst du mit Sicherheit. Jo, ist ein Garten, ne? Aber ich glaube, wir brauchen gar nicht so viele Fundamente. Ich glaube, wir können viel mehr mit Grasböden nur arbeiten. Ja, richtig. Aber es sollte nachher natürlich noch ein bisschen hübscher aussehen. Ja, aber wenn wir in die Ecken Fundamente klatschen und dann da drüber einfach nur Grasböden. Oh, scheiße, ich bin gestorben. Mir ist das gleiche passiert wie die. Ach, du bist durch die Treppe gefallen? Ja, kannst du mich einmal aufheben? Ich sag's nur kurz gern mit deinen Worten. Haha, Trottel. Das ist Karma. Ja, oh ja. Jetzt hat er wenigstens mehr Leben. Ja, das stimmt. Wenn wir die Fundamente wieder einreißen, kriegen wir das Material wieder, oder?
Ja, aber nur zum Teil. Ja, gut, das ist ja nicht weiter wild. Treppe ist jetzt fertig. Gut. So, dann nehme ich hier nämlich jetzt mal einiges an Fundamenten weg. Ja, mach. Das bleibt stehen, das da kommt. Genau, die hier mal war fertig, die bleiben. Das sieht auch wichtig aus. So, die bleiben auch. Also ich habe bis jetzt noch keinen Fallschaden gehabt tatsächlich. Kann das vielleicht daran liegen, dass ich dieses Lügenzahn-Teilchen ausgerüstet habe? Dafür musst du trotzdem Shift gedrückt halten. Wenn du fällst. Und jetzt sehe ich gerade auch, ich hatte das ja schon die ganze Zeit. Hätte ich das mal eben gedrückt, war? Naja. Ich würde wahrscheinlich auch nicht dran denken, wenn ich plötzlich am Fallen bin, weil wenn ja. Du fällst, dann fällst du. Hast du einfach nicht so im Kopf, ne? Okay, ich bin schon wieder halb geil. Drin. Was denn? Ich habe das gerade mal ausprobiert, indem ich oben runtergesprungen bin und dann Shift gedrückt habe. Ich habe das Ding tatsächlich nicht in der Hand, ne? Ja, ganz ehrlich, ich werde das jetzt so machen. Ich werde nichts mehr essen oder trinken. Mit dem bisschen Leben komme ich klar mit dem Basisbau. Ja. Wenn mir irgendwas an die Wäsche will, ja mein Gott, dann ist das so. Scheiße, das war schon mal die falsche. Ah, das ist ziemlich cool. Ah, verflucht. Ficken. Oh mein Gott. Möchte mir jemand helfen, diesen komischen Stinkkäfer zu legen? Mit null Leben quasi eher nicht so. Hält sich in Grenzen, ja. Oder? Ich habe auch kein Leben. Was ist denn los mit euch? Wir essen nicht. Genau. Ja, warum denn nicht? Ich habe doch extra was gemacht. Weil wir unermüdlich die Basis bauen. Richtig. Na ja, komm. Wieso geht das denn jetzt? Außerdem habt ihr keine Eichelbrocken hier im Inventar? Also jetzt ein Scheiß. Doch, aber ich habe nichts zu trinken, also lohnt sich das nicht. Was? Ode. Apropos, wer von euch hat die Schaufel? Ich. Müller. Erinnerst du dich daran, dass im Boden manchmal Würmer rumkrabbeln? Ja. Mit der Schaufel kriegst du die aus der Erde. Wenn wir die Würmer töten, kriegen wir solche Beutel, die wir brauchen, um hier Wasserrucksäcke zu bauen. Ah, cool. Das klingt spannend. Ja, es erinnert mich so ein bisschen an Dune, weißt du? Mit den Würmern. Tatsächlich. Was? Wann kommt der neue Dune-Film an? Kommt der dieses Jahr noch raus oder ist er geschoben worden? Ich glaube 21, aber wenn, egal wann, ich werde denn sowas von dem Kino gucken. Ja, tatsächlich. Da habe ich auch übel Bock drauf. Was Mahlzeit. Gar nicht so viel ist, ne? In der Aufnahme sind wir nicht mehr, oder? Nee. Oder im Zeitraffer? Achso, doch. Ja, aber da sieht man nur, dass du deinen Mund mal kurz öffnest. Richtig. Ja, nee, weil ich nämlich gerade auf einem kleinen Bläschen sitze. Was, auf einem kleinen Bläschen? Geht doch. Ach, Scheiße. Wieso kriegt man jetzt hier kein Dings mehr hin? Geht nicht? Doch, geht doch. Ja, ich musste ein bisschen Leben? Tricksen. Was denn? Habt ihr eigentlich schon mal wieder ein bisschen Leben jetzt? Leben? Oh, ich brauche noch mal Rettung. Sieh, Senior. Ich bin gefallen. Warte mal, ich versuche das mal. Ich ändere mal eine meiner Mutationen. Wie viele Sekunden hast du denn noch? Ein paar, ne? Ja, 23. Alles gut. Okay. Ja, geht schneller, tatsächlich. Thanks, buddy. Ja. Wenn man es unbedingt braucht, sei dahingestellt, ne? Alter. Naja, wenn ihr wieder Kamikaze spielt, dann wird das notwendig. Siehst du diese eine Blaupause da? Die wollte ich einfach nur weghaben. Ja, ist gut. Mit X. Ja, mit X weiß ich, aber ich komme da nicht ran. Ich muss da halt hier.
wenn Müller wieder wilde Sau spielt und wieder gerettet werden. So, welche Blaupause willst du weghaben? Ja, rate mal, welche ich weghaben will. Geh mal hier Stockwerk runter. Ja. So, guck doch mal da. Die hier zwischen. Die da jetzt. Ach, so oben liegt. Oh. Aber ich hab eine Idee. Wenn ich an den Stängel da rankomme. Nee, das ist gar kein freiliegender Stängel. Ach, wir haben ja hier so einen Wasserbomben. Nein! Brauchst du jetzt Hilfe? Du kannst auf die Schraube drauf springen. Ja, das war mein Plan. Ja, meiner auch. Dankeschön. Ne, also, man könnte auf die Schraube raufspringen. Ich hab's auch schon geschafft, aber jetzt bin ich gerade drüber gehüpft. Na, ist egal. Ha, geschafft. Sehr schön. Nicht so unfähig wie ich. Ja. Exakt. So, die Sache ist. Wie kann man den Wasserbehälter eigentlich füllen? Ich glaube, der. Weiß ich noch nicht, keine Ahnung. Vielleicht mit Schläuchen? Könnte sein. Irgendwann soll es auf jeden Fall Regen geben, ne? Ah, okay. Cool. Ob es dann so spannend wird, so wenn ob die Regenhocken gefährlich werden, das wäre, glaube ich, interessant zu wissen. Ja, tatsächlich. So. Ja. Oh. Der Wasserbehälter ist leer. Ja, habe ich auch gerade ausprobiert. Schön. Und dann sagt er auch nichts, der Arsch, ne? Ja, wieso sollte der gefüllt sein? Ja, wieso? Deswegen frage ich ja, wie fühlt sich der auf? Müsste da nicht eigentlich so ein Spinn jetzt oben rüber gemacht werden? Der das ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oder du baust ja diese Trinkschläuche und guckst, ob du damit befüllen kannst. Ich habe die Haucherlunge 2 von 3. Echt jetzt? Okay, hast du jetzt vom Rennen bekommen oder was? Ich habe Stufe 2 von 3. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, aber ich habe gerade Stufe 2 von 3 gekriegt. Gerannt. Ich habe jetzt eine einzige Mutation. Das ist irgendwie. Die hat sich überhaupt nicht bewährt. Boah, Alter! Was denn? Meine Ausdauer geht ja so gut wie gar nicht runter. Das ist natürlich cool. Das könnte ich gerade echt ficken gut gebrauchen. Oder was? Also, was du auf jeden Fall machen musst, ist eigentlich Dauersprinten. Sprinten, sprinten, sprinten. Ja. Ich mache nichts anderes. Ja. Also sind diese Mutationen quasi auch Learning by Doing? Ja, oder? Ja. Cool. Hui! Eichelzaun, auch geil. Was anderes Sinnvolles. Geländer. Gut, ne? Nicht schlecht, Herr Specht. Ich bin ja schon ein paar Mal zu weit gelaufen, das war irgendwie nicht so cool. Ja, vernünftig. Also, die Geländer. Da brauchen wir Sprösslinge für. Ups. Ja. Ich glaube, man hat es falsch geholt. Das ist so geil, wie wir einfach aneinander vorbeilaufen, alle. Ja. Einfach nur Wuselfaktor bis zum Abwinken, ey. Ich mag's wuselig. Ja, ist gut. Ist ziemlich cool geworden. Wie ich unterwegs auch jeden fucking Stein mitnehme, ne? Müssen wir hin. Keine Ahnung. Wolltest du nicht einen Marker bauen? Ja, ich muss erstmal die Basis. Ach so, ja, dann lauf doch einfach zu unserem Namen. Ja, zu welchem Namen? Ne, zu meinem. Zum Ragnar Bertson. Genau. Also mit Kai war ich gerade, bin ich gerade zusammengestoßen und, Ja, ich bin jetzt auch nicht mehr direkt bei der Base, aber in der Nähe. Aber ich kann es sehen, alles klar. Ja, die Basis ist Gott sei Dank mittlerweile schon hoch genug. Ja. Du bist ja auch immer komplett falsch getroffen, Kai. Oh, jetzt hänge ich im Klee fest. Ja, stimmt. Bin ich. Oh, wie gerne ich jetzt einfach auch schon 7 tragen können würde. Ja. Lassen. Es steht auch nicht da, wofür man das bekommt, ne? Oh, ich habe Haucherlunge jetzt schon Level 3. What? Ja. Alter. Cool. Wirklich cool. Ich wundere mich, warum ich nicht so... warum ich nicht so viel Ausdauer verliere beim Rennen. So, habt ihr jetzt schon den Marker gebaut? Ja. Ja. Oh ja. Ja, der grüne. Ein schönes grünes Haus.
Oh, Jesus. Ich hab immer noch irgendwie die englischen Würfel drüber. Was hast du? Die englischen Würfel. Dieses Gartenenglisch hat sich bei mir eingebrannt. Irgendwie. Ja, merkt man. Boah, wie breit willst du denn das machen? Kai. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir... So breit wie es geht. Ja, aber ich hätte gedacht, dass wir hier so... Guck mal, bist du gerade in der Nähe? Ich bin gerade auf dem Weg, bin fast da. Schreib mich nicht an. Alles cool. Richtig. Guck mal, dass wir hier Schluss machen eigentlich. Wo bist denn du? An der Treppe lang. So, das hier alles weg. Möchtest du hier wieder, möchtest du da noch eine Etage tiefer? Nee, aber so viel Platz brauchen wir am Ende dann auch nicht. Ne, dass wir die hier, also dass wir quasi, okay. dass der Stamm hier sichtbar bleibt einfach, ne, so aus Optikgründen. Ja, okay. Ich wäre für Dekadenz, aber okay. Ja, Dekadenz kann man ja trotzdem machen, das ist ja nicht das Problem. Yes. Oh, echt, die Tür ist fertig? Ja. Und ich renne da vor wie so ein Dulli, ey. Unglaublich, wer hätte das erwartet? Wir kriegen was fertig. Oh, hier sind ganz viele Spricks drin. Hier sind alleine schon 16 Stück drin. Ich würde sagen, wir ziehen hier erstmal den Boden fertig, oder? Du bist so weit über die Stämme rüber. Warum machst du denn das? Ich fand das so cool. Hä, wie? Na, guck mal, dass wir uns hier über den Stämmen halten mit dem Gebäude. Generell, oder was? Ja, wir hängen ja hier in der Luft. Also, total unrealistisch. Ja, und? Nein. Nein, das passiert ständig. So super cool. Heavy Glas. Ah ja, warte, ich guck mal eben. Ja, nee, warte, ich disponiere jetzt schon um. Ich korrigiere deinen verlodderten Kram hier. So. Machst du da? Ah, du machst das schon. Nee, war Quatsch. Na. Da kommt man jetzt natürlich nicht ran. Super. Ne, weil man kann unter dieses Grasding kann man kein Fundament setzen. Das ist ein bisschen assi. Echt nicht? Nee, du kannst es nicht direkt da... Weil du zu weit weg bist wahrscheinlich. Nee, es snappt da nicht an. Oh, Kacktrick, ey. Soll ich es wegmachen? Ja, erzwungenermaßen. Ja, ich mach mal eins weg. Das in der äußersten Ecke, ne? Aber ich werde auch wahrscheinlich dann kein Fundament da hinsetzen können. Nee. Guck jetzt mal. Nee. Echt jetzt? Warte. Nee, es liegt eigentlich daran. Ich kann die halt nicht in der Luft setzen. Das wäre quasi wie ein Fundament in der Luft bauen. Ja, aber warum kannst du die da bauen? Was? Weil die sind an ein anderes Fundament angesnappt. Also ich könnte jetzt, was ich jetzt machen kann, ist das hier. Pass auf. Ja, genau, dann mach doch. Ich muss da also quasi... Jetzt kommt der... Jetzt aber. Aber guck mal, ich habe eine Idee. Wir können da oben jetzt, wo du jetzt gerade die Löcher reingehauen hast. So ja, machen. Willst du da Ecken hinsetzen? Ja. Einfach aus cool, Style. Ja, das ist geil. Einfach aus Style. Dann ist das nicht ganz so schlimm. Genau. Aber ich komme da, also von oben bauen ist in dem Fall vielleicht besser. Unwesentlich. Schön, dass wir hier am Limit leben. Ja. Ohne Leben. Aber sowas von. Ein Windhauch und einfach mal stumpf tot. Ja. Babla, babla. Oh. Voll cool. So, wir brauchen mehr Stängel. Das sieht doch langsam schon mal nach was aus hier. Das gefällt mir. Bauen wir eigentlich zwei Wände hoch oder? Ich weiß nicht, wie das mit dem Dach realisierbar ist sonst, weil. Da würde ich dann zwei hoch bauen. Also zwei hoch. Quasi hier nochmal so eine Palisadenreihe rüber. Jein, weil guck dir mal an, das Dach sieht ja so aus. Warte. So. Ja. Aber alles mit Fenster voll ist halt auch doof, ne?
cool wäre so eine Doppelschwingtür. Ja, habe ich auch gerade gedacht. In so einem Saloon. Saloon. So. Oh Gott, bin ich nicht weg. Spawn Point gesetzt. Michi, gefällt es. Sehr schön. Oh, da brauchen wir ganz, ganz viele Kleeblätter dafür, ne? Ja. Und Kreuzstängel natürlich wieder. Echt? Da brauchen wir aber auch. Kleeblätter ist kein Problem, weil das haben wir hier direkt vor der Tür. Oh, Mass, ja. Geht voll nach vorn. Ich suche jetzt gerade anscheinend mal der. Ich will mich die Fensterrahmen auch ein bisschen fertig kriegen, weil dieses Blaupausengedöns ist so auf den Popper. Jupp, kann ich gut verstehen. So, das sieht doch gut aus. Ich meine, da oben kriegen wir doch alles Wichtige rein, oder? Hier oben kriegen wir... Geil. Das sieht richtig gut aus. Ja, ich würde jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, Werkstatt, was weiß ich was, irgendwas Pompöses müssen wir da hinbasteln. Ja, ich habe ja gedacht, dass wir hier draußen Pilzfarmen und sowas machen. Also machen wir hier oben nur so Living Quarter mit, Dings hier, ne? Mit Brathering und den Sachen halt. Brethering. Das ist übrigens Latein. Hat jemand noch einen Kiesel? Nein. Normalen Kieselstein. Ja. Stimmt. Guck mal hier hinten. Ich prüfe. Wo ist er? Für. Jo. Dann haben wir jetzt nämlich. Genau. Licht. Also zumindest ein bisschen. Ich sehe Stängel. Wenn man nicht weiß, was du redest, klingt das schon komisch. Magst du meinen Stängel nicht? Dann speichere ich mal. Speichern. Ah, warte. Okay, ich warte. Noch kurz. Interessant. Nicht unterstützt. Okay. Also alles, was an langer Kante ist, kann ich tatsächlich nicht mit Klebeblatt bauen. Mit was? Weiß nicht. Kannst du die bauen? Wo bist du? Ich bin hier unten gerade. Guck mal, ob du das Dach bauen kannst. Warte, ich schmeiß mal hier den ganzen Stapel hin. Den ganzen Stapel, was ist denn? Da. Nee, die könnt ihr nicht bauen, weil das Unterding noch nicht fertig ist. Das meine ich mit Statik. Solange das Fundament da drunter nicht fertig ist, kann man das da drüber nicht bauen. Boah, nerv. So, die beiden anderen großen Truhen sind auch nutzbar. Sehr schön. Sehr schön. Hat sich der ganze Klee doch gerade mal schon bezahlt gemacht. Das ist schon mal phänomenal. Mhm. Ich muss mir ein bisschen ein paar Stängel holen. Wenn man denn welche findet, heißt es. Da. Entschuldigung. Also, kein Problem. Es ist nicht mehr so penetrant wie früher. Das ist so extrem in den Ohren, Muschis.
Ja, es war ganz schön assi, ne? Ja. Wenn man sich so einen Schlitten bauen könnte, ne? Wie in The Forest zum Beispiel. Ja, ja. So wie gesagt. Affentitten geil, ja. Affentitten mega geil. Granatenstark. Mindestens. Aber so eine Sackkarre wäre auch nicht schlecht. Ja, ja, das meinen wir hier. Ja, ja. Der Rahmen fürs Dach ist doch schon mal. Das sieht doch schon mal so fett aus hier. Affentitten geil. Beschissen Stimmpflanzen, ne? Die sind so auf den Koffer, Alter. So, wo brauchen wir jetzt hier die Dings noch? Die Latten. Ich will noch Sap. Ja, habe ich gerade keinen mehr. Weißt du? Aber ich glaube, Markus hat noch welchen. Nee, ich habe jetzt den letzten aufgebraucht. Lass mal aber jetzt mal schlafen gehen. Ich würde ganz gerne die Dinger hier nur loswerden. Leg dich doch erstmal hin. Jetzt mach ich das unten noch fix fertig. Ja, aber im Dunkeln kommt die Fackel noch viel besser. Ja, eben. Ja, alles gut. Ich wäre dann auch soweit. Was mich ein bisschen stört, genau wie bei The Forest, dass die Vegetation einfach durchwächst. Ja. Hat man eigentlich schon wieder was gehört von Sons of the Forest? Nee, nicht wirklich. Ach, ein geiler Titel. Ja. Sons of the Forest. So, 5 Stängel. Quarzit und Netzfaden. Okay, ich hole mal Stängel. Aber Grass brauchen wir noch ordentlich, ne? Ja, Unmengen. Ja, für den Boden. Und die Wände. Mindestens. Oh, Wasser. Also ich habe jetzt mit einer Menge, ich habe gerade mit einer Axt nach einem Wassertropfen geworfen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er im Gras stecken bleibt. Oder sie. Und sogar rausfällt nach einer Zeit. Das ist ja geil. Das ist ja mega. Das ist doch schön. Ja, total cool. Hat auf jeden Fall meiner ein bisschen Spaß gehabt beim Programmieren. Ja. Oh shit. Bei der Distel ist eine Stinks in der Nähe. Stinks? Ja. Ich hab hier so eine Made gerade ausgebuddelt. Echt geil! Ja. Ja, Mann, Madenhaut. Daraus können wir die scheiß Dings machen. Getränkeschlauch. Ah, cool. Ich weiß nicht, ob wir dafür Kleber brauchen, aber das sehen wir dann. Madenweste. So, ich hab die 6 Stängel zusammen. Geil. Affentitten geil. Der Klassiker.
So, die Wände sind auch fast fertig. Ja, ich suche gerade noch Sprösslinge, um die Distel zu markieren. Aber wir sind tatsächlich. Natürlich, zwei Eichelschalen fehlen natürlich, die ich nicht mehr ins Inventar gekriegt habe. Ich habe es eben schon gesucht. Oh Katzen, ihr geht mir so auf den Sack gerade, ne? Dafür sind die quasi gemacht. Ja, definitiv. Was machst du gerade, Ragnar? Stuhl. Jetzt ist Stuhl fertig. Ja. Nee, ich habe tatsächlich noch eine andere Idee gehabt. Brauchen wir noch Gras? Eventuell. Willst du hier drinnen noch bauen oder was? Pass auf. Zeig ich dir. Ich schmeiß einfach mal hin. Ich geh noch Gras sammeln. Geh mal Gras sammeln. Wieso geht das nicht? Wollen wir aufs Dach die Sammelplätze machen oder was willst du aufs Dach oben drauf stellen? Das ist eine gute Frage. Wollen wir dann lieber erstmal abwarten, was wir eventuell noch freischalten? Ja, verbauen wir alles und dann Ja, aber so ein Sammelplatz wäre schon nicht schlecht. Ja, aber wofür ist halt die Frage? Absolut. Gras und Dings, falls wir mal erweitern wollen. Ja, das würde ich tatsächlich draußen lassen. Ich würde es draußen außerhalb der Base lassen. Du bist ein geiler Typ. Alter. Ja, ich mach schon mal fertig. Gefällt dir das, ja? Ja. Das obere Ende können wir uns noch was einfallen lassen, aber ja. Weißt du, was cool gewesen wäre? Ne? Ein Kreuz. Ein Kreuz? Ja. Zwei sich kreuzende Wände. Mittig. Ja, ich glaube aber, das geht leider nicht, weil die Decke das nicht mitmacht. Ah, okay. Ah, das sind diese Leuchtteile, ne? Aber die liegen noch in der Hauptbasis. Echt? Ja, die liegen alle noch in der ersten Basis. Dann hole ich die wohl heute noch. Wo ist denn 400 Meter die Richtung? Ui. Die ganzen Rüstungen lasse ich mal hier. Die Workbench ist hier oben. Also, ne? Also ich wäre soweit. Wir brauchen noch 4 Unkrautstängel, denn? Bring ich mit. Dinge hier nur noch in der Basis, meine ich. Ja. So, ihr Lieben, da sind wir wieder. Wir haben fertig gebastelt und ist doch was Schönes bei rausgekommen. Wir machen erstmal gleich eine Führung. Ihr wundert euch vielleicht, warum wir andere Klamotten anhaben. Das liegt einfach da. Oh, geil, jetzt noch mit Sonnenaufgang. Wie gut ist das denn? Das passt doch wohl, oder was? Ja. Ihr wundert euch vielleicht, warum wir andere Klamotten anhaben. Das liegt einfach daran, dass eine Woche später ist. Oder zwei. Also. Ja, wir haben unser Häuschen fertig gebaut. Wir haben hier hinten schön auf diesen Stämmen drauf gebaut mit ein bisschen ja, Fundament drunter und haben uns das gleich vernünftig gemütlich gemacht, ne, wie sich das gehört. Schön hier mit Beleuchtung am Esstisch. Hier hinten ist unsere kleine Kochnische. Was wir ein bisschen schade finden, ist, dass es tatsächlich nur diesen Unterstand gibt und keine vernünftigen Betten. Das fehlt ein bisschen. Ja, es wird Zeit. Aber Obsidian hat auf Twitter sowas angedeutet. Ja, das ist ja schon mal was wert. Ne, hier ein kleiner Lagerbereich, den haben wir hier oben einmal. Da wollen wir mit euch noch ein bisschen was bauen, aber das machen wir nicht mehr jetzt. Ne, hier sollen nachher die Pilzfarmen hin. Wollten wir doch, ne? Hier oben so eine Nahrungsecke. Ja. Ja. Aber die Pilzfarmen, wäre das nicht draußen auch ein bisschen so hier auf der Terrasse? Wäre das nicht schon ziemlich cool? Ja, da unten ist doch unsere Wir gucken in die Ferne Terrasse, oder nicht? Die ist aber nur zum Chillen. Kann auch ein bisschen interaktiv sein. Ja, könnte sie, aber ich finde hier oben ein Getränk. Auch. Warum sollen wir hier nicht auch Essen hinmachen? Klar. Für mich klingt das logisch. Unser Wasserbehälter, den wir noch nicht füllen können, weil wir noch keine Trinksäcke haben. Obwohl wir die jetzt machen können. Ich hatte ja Maden
gefunden. Beim Spielen Madenhaut. Und ich glaube, wir könnten jetzt erstmal noch fix nachher noch Trinkbeutel machen. Ja, hier haben wir einmal unseren Arbeitsbereich. Ne? Bisher steht hier nur eine Werkbank. Hier wird noch das Spinnrad und so reinkommen. Und natürlich unsere schicke kleine Außenterrasse. Ne? Mit Blick auf Spinnen. Und, haha, das ist ja geil. Da haben sich Dings hier im Netz verfangen. Wie heißen sie? Ja. Milben. Total gut. Oh, hier draußen liegen übrigens Stängel. Oh, Tatsache. Einer zumindest. Zwei, drei. Drei. Oh. Drei. Mensch, das wäre noch was fürs Lager. Aber man merkt, die Performance geht echt derbe runter. Ne? Also ich merke das jetzt auch gerade bei mir. Ja, das haben aber Survival- und Aufbaugames leider so an sich. Ja, genau. Man sieht ein bisschen mehr und dann, oder baut ein bisschen mehr, damit es leider scheiße. Desto mehr droppen die FPS. Ja. Auch sehr schön, hier oben unser Kronleuchter. Der finde ich, bin ich ein bisschen stolz drauf, ne? Also der bringt überhaupt kein Licht quasi, aber der ist optisch einfach so ein Hingucker. Und Michi hat hier nochmal so ein, ich glaube Michi war es, so ein kleines Bild. Ja, ich hatte Langeweile. Kai hatte Langeweile, okay. Kai, ja. Ne? Ich habe den Tisch hier gemacht. Ja, in unserem Essraum. Ne, hier nochmal. Auch hier finde ich es wieder schade, dass man sich hier nicht setzen kann und sowas. Das wird ja ziemlich cool. Und bei Forest Obsidian, da geht noch ein bisschen was. Ja, eben. Bei Forest war es ja zum Beispiel so, dass du dadurch Stamina regeneriert hast. Genau. Die es ja hier in der Form so nicht gibt. Okay, aber das ist auf jeden Fall erstmal unser kleines Häuschen. Wir haben hier unten noch einen kleinen Lagerplatz für Baumaterialien, nichts Dickes. Und jetzt wollten wir eigentlich ein bisschen questen, wenn ich nach den Schläuchen geguckt habe, die ich jetzt erstmal machen sollte. Und forschen. Und forschen müssen wir auch noch. Genau, wir haben ein paar neue Sachen. Und der Snacks waren die Trinkflaschen, ne? Haben wir noch geflochtene Faser? Haben wir in der rechten äußeren Truhe. Da habe ich 9 Stück reingelegt. Ah, sehr schön. Dann kriegen wir... Wie viele Wassersäcke? Naja, wir müssen Maden jagen. Wir kriegen nur eine Wasserflasche. Trinkflasche hergestellt. Ich konnte leider nur eine machen, tut mir leid. Aber die kannst du gleich mal ausprobieren. Und zwar beim Trinkpäckchen. Stimmt, kann man... Oh. Wenn man die damit füllen könnte, wäre natürlich nice. Dann gucken wir einmal. Bisschen auf die Zeit achten. Auch mit so Saft füllen wäre ja noch viel besser, aber als mit Wasser. Da ist er. So. Da ist ein Tropfen. Ich mach mal schöpfen. Ja, wenn man die Flasche in der Hand hat, jetzt... Ist sie gefüllt. Einmal gefüllt. Steht doch da. Dann kannst du mal gucken, was passiert, wenn du das in unserem Lagerbehälter packst. So einen coolen Bottle. Da bin ich mal gespannt drauf. Weil da hat er extra eine Füllanzeige. Ja. Ja. Da bin ich ja durchaus auch gespannt. Wie wir ihm einfach hinterher rennen, um zu sehen, wie ein Tropfen in ein anderes. Ja. Ob was passiert. Ja, hier. Ja. E schöpfen. Okay. Zack. Wasserbehälter ist. Ach nee. Antippen zum Einlagern. Okay. Plop, plop. Ach, hier. Es hat sich hier ein bisschen was gefüllt. Ja. Muss man da unten gucken. Hier in der Füllanzeige. Ja, stimmt. Da auch. Ja. Ein bisschen was drin. Jetzt könnte man das theoretisch trinken, aber wir sollten da einfach allen Saft, den wir finden, den schöpfen wir da einfach rein. Also, wie kann man das auch gemacht mit dem Kleeblatt als Füllmesser, weißt du? Ja. Hammer. Ziemlich also, da hat Schwimmer, ja. Ist schon ziemlich cool was gedacht. Also, ja. Hat einer mitgedacht, tatsächlich. Also können wir da quasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal können wir das Ding befüllen. Okay. Tolle Sache. Also, wir müssen zur Schaufelschlucht. Wird die irgendwie markiert? Also sie wird halt nicht wirklich angezeigt, oder? Oh. Orte Rash oder Rush. Chopcan. Tropico Punch. Ice Caps, Pastillenbehälter, Forschungsstation und Basis. Die haben wir, glaube ich, einmal noch nicht gefunden. Armed Raspberry Punch. Oh, okay. Diese Raspberries brauchen wir für die nächstbessere Rüstung tatsächlich. Da ist noch eine Forschungsstation. Also gehen wir wohl nur erkunden, oder? Hier klopft schon wieder Ameisenklein. Okay. Das war Kai. Ja, ich brauche noch Füße. Ich brauche Füße. Ja, ich brauche auch Füße. Okay, dann suchen wir doch mal die Schlucht. Wo könnte denn hier auf dieser dämlichen Map eine Schlucht sein? Hat einer eine Idee?
Nee, aber ich höre schon wieder bedrohliche Musik hier. Ja, toll. Ja, ist schon tot, ist schon tot. Achtung. Sorry. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Unerhört. So, wenn du jetzt auch noch diesen blöden Marienkäfer hier schlägst, ne? Nein. Den machen wir nicht. Keine Ahnung. Hier die Hütte. Warum? Acht, so. Okay, dann suchen wir mal die blöde Schlucht, wo auch immer die ist. Ja dann. Schließe diese Markierung. Also ihr könnt ja auch mal auf der Map gucken, ob ihr da was seht, aber... Ich habe schon durchgeguckt. Ich erkenne da nicht so richtig was. Oh, hier sind wieder Milben. Die könnten wir einmal. Da ist eigentlich Dauerbedarf dran. What a rash. Oh. Also Rash ist für mich halt nicht Schaufelschlucht irgendwie. Ah, Milben. Oh, verfluchte Hacke. Ich werde hier von irgendwas angegriffen. Aua, Ameise. Aber was macht die denn? Ich verkloppe Milben. Wo seid ihr? Oh. Hier, ich hab ne Larve. Sehr schön. Eine von vier. Eine von vier. Seid ihr gerade unterwegs? Ach da. Wo kamen die her? Die hat mich einfach so angegriffen, als ich gerade in der Map unterwegs war. Dieses hinterhältige Biest. Du hast einen Larvenstachel entdeckt. Ja. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal zu einem Labor. Hier ist ja eins ganz in der Nähe. Da ist was. Oh, noch eine. Zack, Nummer zwei. Ich bin der Fan von dieser Ameisenkeule, ne? Ja. Hammer. Meine ist leider mittlerweile fast kaputt. Ich habe leider nur eine Stachelkeule, aber es ist nicht schlimm. Und ich brauche dringend was zu trinken, wenn wir hier noch weiter kämpfen gehen, weil sonst wird das nachher relativ kurze Kampferfahrung. Das wäre. Haben wir eigentlich First Aid irgendwie mit? Nö. Was? Aber da brauchen wir ja nur ein bisschen Sap und Pflanzenfasern. Also wenn ihr die Sap findet, können wir das relativ schnell machen. Profis gewesen, ne? So, Larvenstacheln, die haben wir dann erstmal analysiert. Und den Rest habe ich tatsächlich nicht dabei. Wo hast du denn das Labor gefunden? Was? Das habe ich nicht gefunden. Hatten wir schon. Ach so. So, hier ist das zu trinken, Kai. Sogar ziemlich hier, viel. Da ist da. Michi, willst du auch gleich? Ich bin auch relativ. Relativ sitt. Ja, das macht auch satt. Ist guter Scheiß. Bin gleich da. Ah, hier ist übrigens das Forschungslabor. Ja, ich weiß, da war ich gerade drin. Da habe ich gerade erforscht. Also wenn ich hätte noch Lehm, was zu erforschen wäre. Ja, mach das mal. Kann nicht schaden, aber erstmal trink dich satt. Macht dich satt. Ja, hat irgendwie nicht viel gebracht. Echt nicht? Naja. Ja, die Limonade tatsächlich ist überhaupt nicht durstlöschend. Wie im wahren Leben. Okay. Oh, eine Rüstungspuppe. Und die Wanddeko, richtig geil. Da können wir die kaputte Rüstung aufhängen, ist ja auch Lachs, oder? So, suchen wir mal weiter nach Larven. Oder wir gehen mal in eine Ecke, wo wir noch nicht waren. Wo waren wir denn noch nicht? Ach so, ja. Zur Käfermarkierung, da weiter nach hinten, dahinterher. Also da, bis nach dahinter. Ich glaube, da waren wir noch nicht groß. Wahrscheinlich sollten wir einfach bloß zu dem Schnurrbart gehen, oder was? Weil wir haben noch eine Schnurrbartmarkierung und die auch ganz Hügel. Ach so. Das ist der Ameisenhügel? Ich meine. Was ist der Schnurrbart? Nee, der Ameisenhügel, das nee, ist die Ameise. Dann sollten wir auf, ja. Wir gehen einfach mal zum Schnurrbart. Ab nach Schnurrbartien. Das wird doch Sinn machen, oder was? Nö, ja, ein bisschen. Wir sind doch hier gleich in der Nähe von der, ja, wir sind gleich bei der alten Basis. Ja. Aber das ist gut, da könnte ich mir gleich noch kurz eine Ameisenfüße-Rüstung bauen. Ja, das könntest du machen. Ich laufe derweil einmal zu der Markierung und guck, was da ist. Jo. Oh, ich habe voll gefunden. Ja, mach weg. Nee, da brauchst du die Schaufel. Ja. Was ist los? Der Hund hat gefurzt, ja. Was machen am Hunde so an. Da hat sie sich so Mühe gegeben. Nicht die Pizza können zu klauen. Können wir die Feder irgendwie abbauen? Ah, wir haben keine Tier 2 Axt. Schade. Ja. So, das ist ein Marker. Aber wofür ist dieser Marker hier? Ist doch nichts Besonderes. Ach doch, die Feder. Ah. Deswegen das Federsymbol oder das Schnurrbartien-Symbol wahrscheinlich. Ja. Haben wir da nicht was anderes? Ja. Ich nehme mal das Blatt, das sieht eher aus wie eine Feder, finde ich.
Und warum sollte man die Fehlen überhaupt markieren? Naja, weil sie ja auch nicht überall rumliegen, ne? So, aber dann können wir ja jetzt wieder Richtung Käfer laufen. Und gucken, was wir da Schönes finden. Hast du noch ein bisschen was gefunden in der Base, Kai? Ja, ich habe Beine gefunden. Wir haben da noch Ameisenrüstungsgedöns. Achso, na denn. Gönn dir hart. Achso, ja. Da ist auf jeden Fall eine Ameise mit roten Augen. Ja. Ja, ja. Die sind nicht so gut auf uns zu sprechen, tatsächlich. Hier sind viele Federn. Ja, das sind die Kriegerameisen, aber das liegt daran, dass ihr keine Ameisenrüstung anhabt. Ja, ich wollte eh nach dahinter laufen. Ich wollte noch nicht in den Bau rein. Ich wüsste nicht, was wir da wollen. Hier ist noch Sepp. Saft. Hier. Oh, hier so ein Rüsselkäfer und der trägt was. Infizierter Rüsselkäfer, der hat sich gerade in die Luft gesprengt. Alter. Okay, hat der Zeug gehabt? Nicht da reinlaufen. Nee, habe ich nicht vor. Jesus. Oh, ich werde angegriffen. Das ist wie immer. Verfluchte. Alles, was grün ist, ist Kacke. Ja. Alter, die Ameisen sind hier. Die Ameisen sind hier ganz schön aufmüpfig. Ja, ich bin ganz schön gleich tot, Alter. Ohne Scheiß. Wo bist du? Betreibst du dich denn mal weg? Ich lauf doch mal. Wo bist du denn? Hier sind große Käfer. Ja, ich suche aber vor allem gleich gerade Michi. Ach, da ist er. Hier sind große Käfer. Was heißt oh ja. Na? Aber ich glaube, mit denen sollten wir ach, komm, scheiß drauf. Ich wollte gerade sagen, einer hüpft auf den Rücken und der feste drauf. Achso, nein, ich weiß, welche das sind. Die machen, glaube ich, Giftgas. Oh, geh weg, ah, geh weg. Da sterben wir, da sterben die wir. Die sind echt assi. Nein, die schaffen wir. Wir müssen auch mitlaufen können. Nein, schaffen wir nicht, das Gas macht uns fertig. Ja. Also ich ja, aber da können wir ja weglaufen. Ja, ich bin schon tot. Ein Treffer und du fällst. Lebt ihr noch? Nö. Nö? Michi? Lebst aber du die noch? Ich versuche euch da wegzukriegen, aber irgendwie. Ja, die Wanze macht schlägt grad sich gerade mit den Dings. Ja, die macht gerade alle Ameisen platt. Wer belebt mich gerade? Ich. Ja, hier. Ich auch gern. Schauen wir noch. Hey. Ja, du hilfst mir auch hoch. Ach, danke. Er bricht immer wieder ab. Warum auch immer. Weil die Wanze in deiner Nähe ist. Oh, die Wanze ist aber fast tot. Komm, stirb. Die! Tot. Erwischt. Geil. Er erwischt und wir können die Ameisen noch farmen. Wie gut ist das? Ja, habe ich auch schon gemacht. Hast du Wanzenzeug aufgesammelt? Ja. Was gab's da Schönes? Ach, das haben wir sogar schon. Baumwanzenbrocken. Aber da hinten ist noch eine. Aufpassen. Ja. Da sind ja, da zwei noch. Da nicht hin. Jesus. Also wir müssen uns ja nicht gleich mit denen anliegen. Also, der eine Treffer hat mir gereicht. So, ich gehe noch mal kurz zum Haus. Ich möchte mir fix mal eine Ameisenkeule basteln, weil ich habe noch keine. Achso, ja, mach das doch. Das wird Sinn machen. Ich guck mal hier weiter, was hier so abgeht. Was ist das? Das ist einfach nur ein Kiel. Oh, ich bin schon wieder angegriffen hier. Was ist hier los? Ist mal ein Baseballschläger? Ah, ne, eine Hake. Oh, ich hab ein Tape gefunden. Tape it easy, Junge. War bei der Hake nicht auch irgendwie was Schlechtes? Ja, da oben drauf, das ist auch so ein fieser Käfer. Na, die sind auch scheiße, die großen, ey. Also die sind tatsächlich eher für Bogen, denn, ne? Oh, da ist die eine Gartenbank. Wollen wir da mal hin? Lass uns erstmal auf Kai warten. Bin gleich bei euch. Jo, ich guck mich hier um. Ich komme da ein bisschen entgegen in der Hoffnung, dass ich hier noch irgendwas zu trinken finde. Ich guck mal, was hier so abgeht. Ich erkunde schon mal. Sagen wir es mal so. Trockener Grasbrocken. Ja, die können nix. Okay, hier ist auch geiler Platz für eine Basis eigentlich. Nein, wir bauen nicht schon wieder eine Basis. Oh nein, wie schade. Das Level endet tatsächlich mit einem gelben Absperrband under construction. Ich das ist nicht sonderlich kreativ, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich kann da durchlaufen. Aber ich glaube, da passiert dann einfach nicht mehr viel. Schade drum. Okay. Na, dass das Gebiet nicht so wirklich riesig ist, das war mir klar. Ja. Aber das war die Insel in the Forest ja auch nicht. Ja gut, die war aber schon bedeutend größer als die hier, ne? Okay, hier kommt jetzt diese Giftgrasregion.
Das bringt halt gar nichts mehr. Automatisches Speichern. Gut, dann müssen wir noch ein paar Larven töten und wissen, herausfinden, wo die Schaufelschlucht ist. Das muss doch irgendwo angezeigt sein. Ja, stimmt. Ist hier noch was zu finden? Oder wir sind so noobig unterwegs, dass uns Scap. Einfach so. Ey, was war das? Farbschema. Achso, Scap. Farbschema. Wahrscheinlich sehen wir den Wald verlautern worden. Meinst du? Wo müssen wir denn jetzt hier genau? Nein, ich habe versehentlich meine Keule weggeworfen, ich Dussel. Ja, das da ist sie. Also wir brauchen tatsächlich demnächst eine Ameisenkeule auch wieder. Wir sollten vielleicht noch ein paar Ameisen killen. Ich brauche Ameisen, Mandibeln, also Kriegerameisen. Ja, dann lass uns das sammeln und ein paar Ameisen auf den Kopf hauen. Ich folge dir. Wo sind die? Kommen aber auch aus allen Löchern angekrochen, ne? Oh, Ameisen. Ja. Ich habe eine neue Mutation entdeckt gerade. Wie heißt die? Ameisen. Ameisen, das ist die, ich meine. Ja. Das ist die, die du bekommst, wenn du. Womit du mehr tragen kannst. Ah, cool. Also ein bisschen spät, aber cool. So, ich muss mir aber gerade mal ein bisschen Quatsch. Heilzeugs herstellen. Kann ich aber nicht, das ist äußerst doof. Aber das lässt sich schnell regeln. Oh, ich brauche eine Mutation. Verlässlicher Freund. Ja, das Leben ist am Rasenlimit bedeutet immer wieder Rettung in letzter Sekunde und du bist drin. Muskelgedächtnis, Hoffnung und Entschlossenheit hilft die dir und deinen Freunden immer wieder aus der Tasche. Also ich muss ja sagen, so wortspieltechnisch haben sie sich mit der Übersetzung ja echt Mühe gegeben, ne? Muss ich ja mal sagen. Zack, ich muss mich nur einmal fix heilen. Und dann können wir auf Ameisenjagd. Auf geht's. Ja, ich bin schon mittendrin. Aber die haben irgendwie schon alle rote Augen, das ist blöd. Ja, das ist durchaus äußerst tragisch. Das Ding ist, ich bin so wie tot. Ein Treffer und ich bin meine down. Keule ist gerade kaputt gegangen. Das ist äußerst scheiße. Das ist natürlich saudumm, was wir hier gerade fabrizieren. Bei denen zu Hause. Schön direkt am Ameisenhaufen. Ich bräuchte einmal Revive. Ja, ich muss gerade mal weglaufen. Irgendwie nimmt er über einen Quick-Button keinen Dings. Kein was? Ich bin down. Kein Verband. Ja, ich auch. Doch, das dauert nur ein Weilchen. Das war dumm. Das war nee, der dumm. Nimmt bei mir irgendwie gar nichts über das Befehl. Okay, ich werde dann aber erstmal jetzt mir eine neue Axt hier gleich bauen. Wo haben wir denn die Ameisen-Axt her gehabt? Ach da, Ameisen. Die ist unter Werkzeuge, ja. Brocken. Ameisenmandibeln, ja, da müssen wir erst wieder die Dicken töten, ne? Genau, das mir fehlt noch einmal. Ja, mir dann noch zweimal, aber naja, gut. Boah, 500 Meter weg, fick die Henne. Ja. Das ist doch scheiße, und keine Fackel am Start und es wird dunkel, super. Ich habe zwei Fackeln bei mir im Rucksack. Kannst du einen rausnehmen? Ja. Darf ich mich bedienen, ja? Bitte. Oh, ich werde hier von Spinnen angegriffen. Ich finde es übrigens sehr schön. Was bist denn du? Das ist echt nicht meine Folge heute. Ja. Ich meine, ich bin jetzt schon zweimal gestorben. Oh, Spinnen. Nur Butt getnört. Ich habe ihn gleich eingeholt hier. Den guten. Fast ins Wasser gehüpft. Du kannst auch schwimmen. So kein Ding. Jo, aber das ist so ein Wasserloch, wo du dann quasi gegen eine Wand schwimmst. Das ist doof. Ja, komm schon. Ja, ich laufe gerade mal zur alten Base. Ja, lass uns dahin laufen. Ne, das ist auch ein schöner Ort, um die Folge zu beenden. Ich habe gewusst, es war weise, das Ding nicht einzureißen. Ja. Hatten wir das jemals in Erwägung gezogen, oder? Ja, hatten wir. Danke. Ja. Hat auch noch Rüstung. Als die Revanche für die Anfänge. Ja, ich weiß. Wollen wir hier mal Spawnpunkt setzen oder was? Ja, das auch.
Auf jeden Fall. Aber vor allem beenden wir jetzt erstmal gleich die Folge. Ameisen. Haben wir noch was zu essen hier? Ameisenbrocken, das bezweifle ich sehr. Was brauchst du denn? Ja, Ameisenmandibeln, was auch sonst. Aber hier ist Trinken. So, nein. Hier ist Getränk. Das ist ja, warte noch bitte. Echt jetzt. Was denn? Vorm Schlafen gehen. Ach so, ja, das war schlau, ne? Mhm. Ja, na nü. Was bist denn jetzt so? Gehen wir schlafen, meine Lieben. Kommt, kommt. Time to hit the hay. Obwohl, ach, egal. Wir hätten auch erstmal die Folge beenden können. Das wäre, glaube ich, schlauer gewesen. Aber naja. Machen wir das jetzt. Das war wieder mal ein Tag in Grounded. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich schöpfe hier gerade mal noch ein bisschen Wasser. Und noch mehr Wasser. Und lass meinen Freunden nichts mehr übrig. Er ist schon wie im wahren Leben ein egoistisches. Ja, manchmal, ne? Nein, eigentlich wollte ich mit dem zweiten was trinken. Das mache ich jetzt mal. Wie kann ich denn trinken? Ach, hier, rechtsklick. Sehr lecker. Ja, ansonsten wieder einmal danke fürs Zugucken. Ich hoffe, die Base hat euch ein bisschen gefallen. Die Folge war jetzt nochmal ein bisschen länger. Die nächste Folge wird tatsächlich nur eine halbe Stunde gehen. Wir haben festgestellt, dass eine Stunde einfach ganz schön viel ist für dieses Spiel und ja, anstrengend zu gucken am Ende auch. Von daher schauen wir mal, wie es bei der nächsten Folge wird und ob wir es schaffen, uns bei einer halben Stunde am Schlüpper zu reißen und zu sagen, jo, jetzt ist Schluss. Wahrscheinlich nicht. Nein, er hat recht. Ich glaube, er hat recht. Egal. So. übliche Leier, Like, Kommentare, Abo, Glocke. Was gibt's noch? Kommentare, Leute. Kommentiert. Ja. Mein Reden. Redet mit dem Ragnar. Es sind Ragnar ist ein sehr, sehr kontaktfreudiger Mensch. Bin ich nicht. Ich bin Schrödinger. Gleich haben wir die Stunde voll mit deinen Lobpreisungen. Mit meinen Lobpreisungen. Außerdem ist Ragnar immer stets bemüht. Ich bin stets bemüht, ja. Ich versuche es nicht zu können. So. Unter Anleitung. Ich bin Schnacker, höre ich aus dem Off. Dankeschön. Oh. Gleich wieder ein paar von Latz. Wie dem auch sei, ich danke euch fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal und übergebe zum Tschüss sagen an die beiden Napsülzen da drüben. Bye bye, Leute.